Ja, hallo Sabrina, herzlichen Glückwunsch zum ersten Sieg der Saison. Wie fühlt es sich an für dich? Es ist eine Erleichterung. Also es ist wirklich ein Riesenstein, der gerade vom Herzen gefallen ist, weil das erste Rennen ist immer ziemlich hart und nervenaufreibend. Aber es war schön. Endlich wieder geht's los und ja, so kann es weitergehen. War jetzt für dich ein erstes Rennen seit langer Zeit, seit wie lange? Ich glaube, die zweite Leistungsüberprüfung war mein letztes Rennen im Einer. Deutsche Meisterschaft war ich verletzt, da konnte ich nicht an den Start gehen und dementsprechend war ja, der Druck für mich ziemlich hoch. Hat sich was für dich verändert? Nö, an sich nicht. Also ich fahre wie immer, auch von der Taktik. Ich merke schon, dass das Training mir zugute kam, dass es halt schon ein bisschen leichter alles läuft und ja, ich auch ein bisschen freier im Kopf bin. Und zur zweiten Sichtung fahrt ihr ja auch Zweier. Du auch? Nee, ich nicht. Da sind die Mädels vorgesehen, die noch keinen Quotenplatz geholt haben, weil Lars, also unser Bundestrainer, der möchte gerne nochmal ein paar Zweier sichten, womit er die Chance hat, noch zwei Quotenplätze zu holen. Alles klar. Und wie siehst du denn nach den heutigen Rennen, beziehungsweise nach den 250-Meter-Rennen, die Mädels, sind die so drauf in deinen Augen? Ich würde sagen, so wie der Zieleinlauf war, so habe ich die Mädels auch im Lehrgang eingeschätzt und wir sind auf einem guten Weg. Wir müssen noch hart an uns arbeiten Richtung Tokio, dass wir dann vorne mit dabei fahren. Aber ich denke, das werden wir schaffen. Alles klar, vielen Dank. Sehr gerne. Dann weiterhin viel Erfolg bei den 500 Meter heute noch. Und dann bis später. Ja, ciao.